Gut. Tja. Nee, ich geh erstmal nach oben. Oh Gott. Trommel. Heil- und Schild-Skills aktiv und passiv werden und erhöht. Da hätte ich es, glaube ich, besser sehen können. Wie es aussieht, stecken wir in einer Art Rätsel fest. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Der einzige Weg aus diesem Teil des Dungeons führt durch diesen Raum. Wir müssen das Rätsel lösen. Okay, schauen wir mal. Oh, das ist echt fies. Oh, shit. Oh, das ist echt ein... Das ist bestimmt blöd. Weiß nicht, wie man das macht. Moment mal. Scheiße. Oh, das ist gar nicht so einfach. Lecco mio. Müsste irgendwie von der anderen Seite, glaube ich, rum. Ich glaube, das ist auch die Lösung. Ah.
Magma-Kammer. Ja. Da komme ich jetzt erstmal nicht weiter und da oben auch nicht. Okay. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Eis erhalten. Achso, haha, da komme ich ja nur von der anderen Seite. Ja, schön. Scheiße, das heißt ich... Nee, dann muss ich ja den Schalterrätselraum machen. Hoppala, also. Das ist natürlich jetzt scheiße. Jetzt komme ich ja überhaupt gar nicht mehr weiter. Also hier hapert's irgendwie an der Stelle. Gar nicht so einfach. Moment mal. Aha! Okay, 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 okay. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie... herausfinden, wie ich hier das Tor noch irgendwie aufmachen kann. So, ich guck mal, ob das jetzt schon was gebracht hat. Nee, da beide zu. Okay. Moment, das war nicht die Lösung. Nein, immer noch nicht. Jetzt, okay, sehr schön. Hexerhut plus 2. So, und hier ist dann erstmal den Schalter aktivieren, dann bleibt der auch aktiv. So. Okay, dann gehe ich erstmal hier nach links weiter. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber gut, dass wir den Schalter aktiviert haben. Ach, hier ist noch eine Kiste. Also los. So, die Tür ist schon mal auf. So, dann gehe ich erstmal hier weiter nach links. Ach, hallo Will. Oh, da bist du ja. Ich habe kurz eine Pause eingelegt, um die Architektur dieses Ortes zu studieren. Der Festungsdungeon wurde als natürlicher Lebensraum für all die Monster geschaffen, die bevorzugt in, nun ja, Dungeons. Die meisten Monster sind ziemlich wählerisch, was ihren Lebensraum anbetrifft. Die Bibliothek des Dungeons sollte sich jedenfalls in dieser Richtung befinden, unter der Kanalisation des Festungs-Dungeons. Wir sollten uns aufteilen, um mehr von diesen labyrinthartigen Korridoren abzudenken. Mein Gott, was für ein Zungenbrecherwort. Ich gehe voraus. Ja, tu das, Will. So, das ist wieder ein etwas größerer Raum, wie es aussieht. Oh, shit.
So, okay. Haselnuss wieder, okay, sehr gut. Hallo, Bill. So sieht man sich wieder. Lufia, du hast es knapp verpasst. Da war dieses Champion-Monster. In seiner Champion-Aura sah es so bedrohlich aus und es hörte nicht auf, mich anzustarren. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich ging einfach hinüber und forderte es zum Kampf heraus. Und weißt du was? Ich habe es tatsächlich besiegt. Ich bin so stolz auf meine Monster. Doch gerade als ich meinen Weg fortsetzen wollte, erschien noch ein Champion, genau wie der da zuvor. Nun ja, und dann kamst du. Ich nehme also an, dass du dich um diesen da kümmern kannst. Nur zu, ich schaue von hier drüben aus zu. Oh, ein Boss? Ach, den ich auch im Team habe jetzt. So, du hast Schwäche Erde. Okay. Gut. Erstmal vergiften. So. Ja, man kann auch Bosse vergiften. Auch die kann man hier mit negativen Zustandsveränderungen belegen. Und du aktivierst mal Erleuchten. Macht er selber jetzt, okay. Und wow, der kann schon Blitzschlag Level 3 und das zieht ganz schön was ab, ey. Okay, Zauberei. Erstmal schön buffen. Kraft habe ich schon, das heißt... Explosion. Und Regeneration, auf jeden Fall Regeneration, ey, bei Bossen. Verzauberung. Wow. So, Rüstungsbruch. Jawohl. Ich hab jetzt... Hab ich jetzt, glaube ich... Da? Nochmal Schild. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich irgendwie ein Erdzauber? Wow, Ladestrahl. Uiuiuiui. Ah, doch, hier, Schleimschuss. Okay, dann mach du den. Was war da? Explosion. Und du machst, keine Ahnung, was machst du jetzt? Hochspannung. Oh, der nimmt Schaden. Gewitter. Das trifft alle, ne? Ja, war klar. Aber du bist gleich besiegt. Und du machst Blitzschlag. Und besiegt, jawoll. Schurigen plus 2. Bis zum Rang Hütersucherin aufgestiegen. Neue Gegenstände beim Händler verfügbar. Unendliche Arena jetzt im Turm der Hüter verfügbar. Sehr schön. Moment mal, Inventar. Die Skill-Tränke. Ah ja, und Level-Abzeichen. Erhöht das Monster-Level um 1. Kann für Monster verwendet werden, die mindestens 3 Level weniger haben als ein Monster. Okay. Also keins. Doch, das... Das... Moment. Gut. So, und Skilltrank, ja, wer... Na komm, Casey, du hast es verdient. Ach ja, die Beutekisten, die habe ich ja hier auch, stimmt. Alle öffnen. Pandoras Büchse. Druiden, Eiche-Ei. Sternstaub. Was? Kestus 2, wie auch immer.
kann jetzt keine... Okay, gut. Jetzt geht's. Auf jeden Fall. So, dann bekommst du jetzt Wunder. Verleiht dem Gesamtteam Zauberei, verleiht einem zufälligen Monster Ruhe. Okay. Mehr Leben für Casey um 116. Wow, du hast... Wow, Casey hat schon fast 2000 Leben, ey. Hui. Respekt. Oh ja, mehr Magie. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du bekommst auch noch mehr Magiepunkte. Sehr schön. Oh, was bekommt der denn da jetzt? Ringfokus. Rüstungswerte sind um 80% erhöht. Und du bekommst mehr Verteidigungspunkte. Sehr gut, dann hältst du mehr aus. Sehr schön. Gute Arbeit. Ich bewundere dein strategisches Geschick. Und deine Wahl der Monsterausrüstung finde ich ziemlich interessant. Okay, also er hat jetzt erstmal nichts Interessantes mehr zu sagen. Sieh dir das an. Die Bibliothek des Dungeons sollte sich hinter dieser verschlossenen Tür befinden. Der Schlüssel befindet sich vermutlich in einem anderen Teil des Festungsdungeons. Ich werde mich hier kurz ausruhen und mir ein paar neue Strategien für meine Monster überlegen. Ja, gut, dass ich da schon einen Schlüssel habe, aber ich gehe mit Absicht erstmal nicht nach unten. Nein, ich gehe doch erstmal hier. Okay. Ach Gottchen. Schon wieder ein Rätsel. Moment mal, kann ich den Felsen hier zur Seite verschieben? Ja. Dann habe ich es nämlich hier ein bisschen leichter. Grünes Juwel, okay. Nichts, da sind Gegner. Mach ich mal schnell. Nein, vergiftet. Er ist vergiftet. Naja, war ruhig, Säurering. So, du bist weg. Und schon wieder Säurering. Schleimschuss erstmal auf den, der am meisten Leben hat noch. Du benutzt Blitzschlag Level 2. Du auch. Der nehme ich weg, der kriegt jetzt Giftschaden. Und Blutungsschaden. So, Säurering, Rüstungsbruch und du, jetzt Federsturm und Blitzschlag und besiegt. Und Cassie hat noch ein weiteres Level Up bekommen, sehr gut. Phönix-Verwandtschaft. Wenn dieses Monster im Kampf zu Boden geht, wird es mit 10%iger seiner maximalen Gesundheit wiederbelebt. Oh, Phönix aus der Asche. Wunderbar.
Oh, Explosion Level 3. Oh ja. Sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Ja, das da ist so gut. Nee, da ist nichts, okay. Ah, wieder diese Seepferdchen. Ja. Dann mach du erstmal vergiften. Was Blitzschlag. Wow. Ah, natürlich hältst du dich wieder. Oh nee, nicht entzünden. Scheiße, Verbrennungsschaden. Natürlich. Und Giftschaden noch zusätzlich. Oh, 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 über 400 Schaden, ey. Peace. Das ist echt fies. Warte mal, mach ich das erstmal so. Ah, oh, es vergiftet das Auge natürlich mein gesamtes Team hier, ey. So, erstmal das blöde Seepferdchen wegmachen. So, genau, Blitzschlag. Das war knapp. Alles klar.